will jetzt ja echt nicht beefig klingen, ne? Aber so langsam würde ich, hätte ich doch mal langsam gern Dante. Ich weiß nicht, ich bin einfach nur neugierig, wie er sich spielt. Ob sie ihn auch noch mal komplett anders machen als Vi und Nero. That was ever an option. Yeah. Time for some payback. All right. Das erinnert mich voll an das Leviathan-Level. Aus dem dritten. Man muss das Timing nicht treffen, es reicht zu mashen. Oder versuchen im selben Timing einfach zu bleiben. Das hat damals genügt, das genügt immer noch. Heftig, was man dafür als Damage-Boni kriegt. We go. Never stood a chance. Ist noch was? Ja, gespannt, wo man alles noch, wo man überall noch rankommt, wenn man erstmal so. So Air-Hike und so hat und erstmal diese ganze vertikale Mobilität hat. Kommst du an so viele Orte wahrscheinlich dann noch ran. Das, ist das ein Lava-Aufzug? Generell ist das Lava, die nach oben fließt. I have several questions. Allerdings, nachdem ich Nico sehe, wie sie fährt, also... Das ist sehr merkwürdig. Wait. Okay, hier. Oh, fuck. War ich doch drauf. Da bist du jetzt abgerutscht. Nicht der Mülleimer. Auch der Mülleimer. Halt, 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 halt. Das ist... Wie bin ich hier runtergefallen? Ich glaube nicht, dass da oben noch was ist. Ups.
Ah, okay, okay. Das krieg ich hin. Das krieg ich hin. Ist hier irgendwo. Nee. Das kriegen wir hin. What? Muss doch so funktionieren. Yes. Für einen Megabuster und ziemlich viel Kohle. Legit. Leichter ist, transportieren gesamte Blut. Triffst du im Strom, der einen tiefen Baum trägt, aber da drin gibt es kein Zurück mehr. Okay. Point of no return, I guess. Mm. You eat pussy like that? Der ist cool. Das ist ein cooler. Handschlein ist echt verdammt gut dafür, um Stilpunkte zu kriegen. Nächster, bitte! Unheil, Unheil, Pilz. Danke dir für den Sub, mein Dude. Okay, das hat funktioniert. 21 Subs heute, das ist... Ich glaube auf jeden Fall ein neuer Rekord. Oh oh. Das ist guter Damage von dem Ding. So, was kann das Ding aber... Das hat mir jetzt meine gesamten Ärmchen gekostet, du Fickvieh. Alle meine Ärmchen, wirklich, literally alle. Den gesamten Arm. Den gesamten Arm. Den ganzen Arm. Oh Gott, nein. Oh Mann. Dieser Meme von Hol und mir, der eigentlich auf Fisting basiert, also, ne?
Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Is the only way, huh? Down, down, down to the bottom of the sea. Whoa. Hm? Aber Dead Rising 3 lizenziert. Ja, natürlich. It's Dead Rising, hallo? The fuck? Goat Guru. Keine Ahnung, was Goat Demon richtig macht, aber es ist mir auch ehrlich gesagt... Okay, du bist so ein Spaßvogel. Nee, mit dir will ich nicht großartig abhängen. Alter! Ich liebe diese Knarre. Die ist so cool. Das ist aus Goat Simulator geworden, Alter. Ist richtig eskaliert irgendwann. Bin fast tot. Ah ne. Von hier komme ich. Und dann kam Goat Jesus und hat versucht mich zu hauen. Goat Jesus war jetzt weniger das Problem, mehr seine ganzen Kumpanen. Seine ganzen Goat Jesus Anhänger. Captain Goat Cheese und sowas. Ich frage mich nur, wann man gesagt bekommt, dass das hier ein Point of No Return ist. Ach was. Götterstatuen, um rote Kugel gegen Fähigkeiten, ja. Das hat echt gerade so einen richtig krassen DMC3-Vibe für mich. Jetzt mir auch, ne, wäre auch merkwürdig gewesen, wenn die Frau auf einmal hier in den Baum reinkachelt und, ne? Aber ich kann mir hier trotzdem Devil Breakers kaufen. Was ich vielleicht jetzt auch mal tatsächlich tun sollte. Kaufen wir mal zwei Tomboy. Zwei... davon, na wobei... ja, zwei. Starm ist mir ehrlich gesagt zu teuer dafür. Pasta Breaker, habe ich immer noch keine Ahnung, was der macht. So, Dille. 80.000 habe ich noch über.
Nee, 8000. Ich kann schon wieder nicht zählen. Mathe ist schwer. Ja. Man könnte echt meinen, die Leute haben da dran gesetzt, die wissen, was du möchtest. Man könnte glatt meinen, die Leute, die hier, die das gemacht haben, haben tatsächlich mal nachgedacht und überlegt, so mal gucken, was hat denn die Reihe bislang erfolgreich gemacht? Und ja, es ist diese Over-the-Top-Action. Zusammen mit tatsächlich gutem Gameplay. Ach, ihr. Oh, ihr seid gerade gut gegen euch Viecher. Mit euren Scheißschilden. Alter. Dreckiger Bastard. Ich glaube, ich kaufe mir gleich einfach nur noch Tomboys und sag mir, I will take your entire stock. Scheiße. Tot. Nani? Fuck. Ja, tot. Scheiße. Ja, komm. Ich will außerdem mal wissen, wie sich das auf mein Ranking auswirkt, wenn ich das jetzt so mache. Beziehungsweise ist es schlauer, eine goldene Kugel zu benutzen oder rote Kugeln? Weil ich habe jetzt einfach mal rote benutzt. Wahrscheinlich, sobald du ein Item benutzt, kannst du dir eigentlich dein Ranking in die Haare schmieren. Mir jetzt so mal aufgefallen. Wenn so meine Vermutung ist, wenn du die roten Kugeln benutzt, dass du damit dein Ranking noch quasi retten kannst, indem du schlicht und ergreifend deine Währung aufgibst, so ein bisschen. Ich meine, 7500 ist jetzt nicht wenig. Oder einiges eigentlich, wenn man jetzt mal so überlegt. Ja, ich mach sowieso, glaube ich, nur noch. Ich weiß nicht, wie lange ich mache heute noch. Vielleicht diese nächste Mission noch. Kommt halt drauf an, wie lange die Mission hier noch dauert. Natürlich, jetzt kommt natürlich fucking Energie, war ja klar. Sweet Surrender. Ah gut, vielleicht ist dann Sweet Surrender gar nicht mal so doof. Ja.
Das macht Goat, Goat Fuck mit denen. Goldene Kugeln sind rote Kugeln Level 2 oder so. Ach so, also so oder so. Yes. Mhm. Mhm. Definitely not a dildo. Definitely not. It's definitiv kein Dildo. Capcom hat tatsächlich ein fucking Dildo in ihr Spiel eingebaut. Eine Catcher-Funktion, ja. Lass mich raten, was catcht es denn? Den Kitzler? Shit. Ich dachte, das schaffe ich. Massagearm. Bestimmt. Bestimmt ist das ein Massagearm. Bestimmt. Ah. Oh, warte, ich hab's. Oh, shit. Das Zeug auf jeden Fall. Jetzt gerade nur Währung ist, aber trotzdem. Massagearm für bestimmte Bereiche. Ja, das. So weit war ich dann auch schon. Mhm. Pasta Breaker ist lustig. Ja, Pasta Breaker kam ich leider noch nicht dazu, ihn mal richtig zu benutzen. Kam noch nicht dazu, wirklich eine Pasta zu breaken. Schon besser. Sweet Surrender ist eine der, ich will jetzt mal nicht sagen DLC-Waffen, aber irgendwo schon. Gratis blaue Kugel, nice. Yes. Oh cool, eine neue Lebensanzeige. Hey, Dante haben wir bislang nur einmal gesehen. Also Dante ist selten in dem Spiel bislang. Aber angeblich auch einer der geilsten Parts, also. I just want to see this. Das funktioniert doch niemals. Wir sind hier in einem fucking Dämonenbaum. Aha. So, think you can make it all the way here? Duh. Who do you think you're talking to? Nee, das schafft sie mit Sicherheit nicht. Ja, leck mich am Arsch. Just... How? How did she... Why did I... Diese Frau. Diese Frau. Wow. Yo, you just hear the window shop? Ich muss definitiv noch was lernen, wenn ich Fahrschule mache, ne? Ich muss definitiv noch einiges lernen. Diese Frau. Die ist auf Crack. Entweder das oder irgendein anderes Mittel. Eins von beiden. Ja.
Aber sie ist lesbisch, also von daher. Ja, das ist. Hey! Ja, das ist bei mir im Grunde, das ist mein Schicksal. Jede Frau, die halbwegs mein Typ ist, ist irgendwie gay, existiert nicht, vergeben, verheiratet, auf dem Mond. This is my life. Ja, also zumindest sah es so aus, als ob ihr halb einer abgeht, als sie Trish gesehen, als sie Lady gesehen hat. So. Ja. Boy. Sweet Surrender. Hm. Oh, ich lasse das erstmal. Ja, wenn man überlegt, dass Agnes wirklich ihr Vater gewesen ist. Also, reden wir, ist es confirmed? Agnes war ihr Vater? Weil, wenn ja, das ist pretty fucked up. Einfach mal springt wie Mega Man. Das ist. Man könnte schon fast glauben, sie haben tatsächlich mal überlegt, was sie hier tun. Tja, allein die Viecher niederzuballern, bockt schon. Ja, ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt, wir erreichen gerade den Halfway Point irgendwie. Oh, hier liegt noch ein Tomboy. Na, egal. Hey, Rofi. Miss me? Where's Dante? No body? No dried up Dante jerky? Nothing? You've come here to die. He talks. Your reason, huh? I bet your parents didn't like you much, because your name sucks. I am without a name. I am power. Absolute. Well, no name. I'll be sure to put that on your tombstone. Mit dem Mega Man Buster. Will suffer. And die. I'll show you dead weight. Ich meine, das ist bislang das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die, dass der Antagonist irgendwie absolut null Persönlichkeit hat. Alter. Irgendwie alle Fähigkeiten von vorher nur irgendwie immer noch overpowered. Moment, man soll das schaffen? Nani? Ready to die?
Ja. Geil. The fuck? It's not dying. Haben wir es jetzt? Alter. Ja, ich merke schon, Nahkampf ist echt... ist Slap. Jesus. Selber. Demon power does not course through your veins, yet you try. How dare you strike me? Oh boy. Oh, he's peeved. I will give you despair and death. Ich liebe es, wenn mein Boss weniger Persönlichkeit hat als ein normaler Standardgegner. Immer noch keinen Schaden. Alter. Ja, okay. Hast du noch mehr Angriffe? Von denen ich wissen sollte? Oh no, 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 not the hentai. Please not the hentai. Nearly human. Petulant. Ich brauch den Pasta Blaster. Cursed. The moment you were brought into this world. Who dares interfere? Yo, Alter. What creature stands against a king? Is that a demon? Ja, ich habe ein Problem mit Screen Tearing. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Ich muss mal irgendwann, wenn ich Zeit habe, mich da mal genauer befassen. Ich habe leider ein... Das ist ein Problem bei mir. Es ist einfach ein Problem mit Screen Tearing. Das ist absolut nervig. Eine Mission mache ich noch, komm. Jetzt bin ich auch neugierig. Jetzt will ich auch wissen, was los ist. Bin neugierig. Also ich lasse euch ja nicht an einem Cliff hängen. Mir hängt zwar der Magen mittlerweile in den Kniekehlen und ich sehe, dass der Good Stuff Server brennt. Okay. You could have at least knocked, Morrison. Yeah, I could have. Oh, kommt endlich Dante. I got some good news and some bad news. Pick your poison. Which you want to hear first? Just speak. Bad news it is. Ich habe meine eigene Reisfirma aufgemacht. Lady Patty's feathers are all ruffled. See, she wants to invite you to her birthday party.
But your phone is disconnected. You're a smart one, Morrison. You notice the electric and water out too? I expected nothing less. So what's the good news? Oh, I got a gig. Cash up front. Cash up front. This I like. The water needs turning on and those toilets need flushing. Water, gas, and power. Coming out of your cut. You're a real agency now. Devil may cry. Dante! Dante! Do you have any idea how many times I've tried to call? Like a zillion! Oh my god, tonight's my birthday party! Yeah, I'm turning 18! Not a little kid! Halt die Fresse! So typisch. Okay, Morrison, I'll take you up on that gig, but only if you can get me out of that hellish birthday party. Consider your RSVP declined. Meet your new client. Listen, I'm gonna find Lady and Trish. Bring him in on this. What? Come on, you don't think I can handle this gig on my own? It's a big job. Hier sind immer seine ganzen Knarren und Waffen im Hintergrund hat. Stimmt, das, ach, das war die das Mädel aus dem Anime, stimmt. So, what's your name? I have no name. I am but 2 days old. Just kidding. You can call me V. Okay, V. Why don't you tell me everything about this job? A powerful demon is about to resurrect, and we need your help, Dante. Now that's a familiar tune. Do you have any idea how many times I've heard that exact same line? This is special. Special? Okay. So what's so special about this one? Base-Animationen sind diesmal echt verdammt gut geworden. Your reason for fighting. This demon got a name? Also das war jetzt quasi, Moment, sind wir jetzt immer noch in der, in Prequel-Zeit oder sind wir jetzt wieder in, okay. Ja, ich wollte Dante, aber warum kriege ich jetzt wieder V? Ich meine, es ist nicht so, als ob ich ihn nicht mag, aber irgendwo schon, so. Oh, Cutscene war nur Prequel. Ach, schade. Während illegal move? Ah, ja. Weiß bei dem Kerl einfach nicht, was ich kaufen soll. Das zum Beispiel wäre was. Mm. Machen wir so. Schade. Ich dachte, ich kriege jetzt tatsächlich mal Dante vor die Flinte. Stattdessen habe ich ihn hier wieder. Manno.
was heißt hier Geduld? Das ist wie der weltlangsamste Blowjob. Mein Reden. Did you find it? Oh, well, I don't know what I found, but I think I saw some demons dancing. Well, then I guess we keep going. The Devil Sword Sparta is nearby. Warum kaufst du denn keinen Knabber, so wie Chips oder Salzstangen? Sieht so aus, als hätte ich schon... Ich meine, ich habe andere Sorgen, also, ne? Aber ich bin, ehrlich gesagt, ich mag es lieber, wenn ich tatsächlich was Vernünftiges zu essen habe, als statt irgendwie immer nur, ne? Disappointed. Oh ja, super. Mega Rhino. Jesus, ist das Ding hässlich. Behemoth. Ah ja. Krieg Savage für... Okay. What have I done? I have no idea what I have done. Copyright, Copyright, wird mich striken. Was ein Taunt. Ist das der Triple S Taunt von ihm? Muss ja. Weil normalerweise lacht er immer nur doof. Nani? Deadass. Ich hab den vor mir gar nicht gesehen. Magst du jetzt mal... Ah, okay. Hey. Rest in peace.
his secret? Schnee, hier ist richtiger Weg. Mit Devil Trigger? Nee, komm. Das ist. Muss ich wirklich? Okay. Wow. Okay. Dass das überhaupt geht. Und dann auch noch einen neuen Weg aufmacht. Miau. Wie der Große auch einfach denn die Arbeit da hinten macht. Burn! Ich wollte gerade sagen, ist der jetzt auf dem gelandet? Gott, das ist, der ist so langsam. Ihn zu fahren ist absolut bescheuert, weil du bist so langsam einfach mit ihm. Flächenangriffe, die du hast, sind so brutal, ey. Stimmt, ich muss mal auch dran denken, dass ich die Dinger auch finishen muss dann. Das ist so das größte Problem, was ich immer habe. Cena! Asi! Verstehe bei dem Lied vieles. Cena! Asi! Ist, ja, wie kann Meteor casten? Weißt du, das ist das Problem mit Wii aktuell. Wieso sind all seine fucking Taunts Copyright-Probleme? Immerhin, sein Kampfstil gefällt mir. Also sein Kampfstil ist echt mal was anderes in dem... Ja, in Devil May Cry. Aber... Was mir halt stört an der ganzen Sache, ist die Tatsache, dass sein Charakter so ist, wie er ist. Ich weiß nicht, ich mag wie irgendwie als Charakter nicht, aber vielleicht ist das einfach eine persönliche Macke von mir. Ich schätze mal, es ist wirklich eher was Persönliches. Cena, Basi. I'd be lying if I said I wasn't. But the past is bitter. So, an sich wurden wir hier echt jetzt in den Cliffhanger gejagt. Ich würde viel lieber wissen, was gerade mit Nero los ist und Captain Tentakelmon und, ne? Und nicht mit ihm hier, also, ne? Nee, oh, ich hab, let me tell you a story. Ich hab in, Ratchet & Clank, Crack in Time, da kannst du ja auch, da spielt die Reader ja, auch sowas Uraltes ab.
Und guess what? Ab dem Part, wo ich die Reader hatte, habe ich andauernd Copyright-Probleme gekriegt. Es ist richtig schlimm. Gar nicht lesen. Ich mag halt nur seinen Spielstil, das ist das Problem. Er ist zwar edgelordig, aber irgendwie, das ist auch sein einzigster Character-Trait. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so sein einzigster Charakter. Er ist edgy. Kommt der gerade da durch die Wand? Der ist hier einfach durch die Wand. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Vergessen, das seid ja ihr. Dass man mit ihm tatsächlich auch, ne, so Environment zerstören kann, um tatsächlich neue Wege zu machen, das ist schon fast ein bisschen krankheitserregend. Ozzy, Sabbath. Ja, krankheitserregend, das ist, ich weiß auch nicht. I'm a little bit late to the party, du Bösen. Oh, schade, ich dachte, ich kriege heute noch Dante-Gameplay zu sehen. Das ist, ja, schade. Achso. Oh ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum Angel das hier an einem Tag durchgesuchtet hat. Also hätte ich gestern frei gehabt, hätte ich es auch gemacht. Und ich sag mal so, wäre heute nicht mein Jubiläum, dann... how do I get there? Kann so nicht, okay. Ich glaube, ich kann da noch gar nicht hin. Scheint mir zumindest so. Warte mal. Nee, da komme ich nicht ansatzweise weit genug mit. Miau. You know what? Manchmal kommt er einfach aus dem Boden, manchmal kommt er von daher, manchmal von da. Der sucht sich seinen Weg. Der macht sich seinen Weg auch einfach. Na komm.
Manchmal will er das irgendwie nicht so ganz. Barbecue time! Oh, was na ne Schnarren. Oh oh. Okay, jetzt so langsam. Shish, Goat God. Okay, das Ding hat jetzt einfach mal einen Anfall. Ich kann ihn dann auch noch promoten, okay. Resist all you want, you fuckface. Oh. Ich kann den dann noch benutzen, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, seine Taunts sind schlicht und ergreifend, ne? Laufende Copyright-Probleme. Ihr könntet jetzt natürlich tatsächlich ein Problem werden damit. Oder? Wo ist mein... Da. Nein, den da. Mach den da. Wie? Dankeschön. Wahr sein hier. Ach so. Okay, das war stylisch. Cena, Fotze! Ich verstehe alles in diesem Song, nur nicht das, was ich soll wahrscheinlich. Was passiert, wenn wir das mal machen? Nicht sonderlich viel. Blöder Assi!
Seine Kombos sind halt ultra stylisch. Vielleicht nicht, danke für den Host, mein Duden. Swish. Wow. Wow. Man ignoriert irgendwie alles gefühlt, wenn man mit dem Ding. Wow. Was stream ich jetzt überhaupt schon? Knapp 7 Stunden. Big Uff. Also kommt sie jetzt quasi von. Ne, warte, wir sind ja zeitlich wieder woanders. Hey! Kammer, da muss ich nicht für entschuldigen. Impressive. 25. Hey, ja. Dödel-dödö. Wow, das ist Range. Hedgehog. Wow. Die Flächenangriffe von diesem Dude, ne? Wie ist das Game bisher? Gibt's viele Neuerungen? Neuerung ist so eine Sache, also finde ich, beurteile jetzt ein Spiel nicht nach seiner Neuerung, sondern wie gut sie das umsetzt, was es hat. Und das, meine Güte, setzt dieses Spiel sein Zeug gut um. It's the devil sword, Sparta. No doubt about it. Wo grafisch, vom Sounddesign, einfach alles. Das Spiel ist super geil. Hängt da so casual. I'll be taking that back. You know your endless worshiping isn't making the Sparta any happier. Die nächsten 3 Missionen sind Dante-Missionen. Angel, you little fucker. You little fucker. Das ist ein... Ja. Zum Shit. Mit euren ekelhaften Augen, ne? Baum! Retreat.
Alter. Halten die viel aus. Peaks. Wow. This is a nice sword. I will have sword. Ich hab keine Snacks. Ich hab hier nix. Ich kauf selten Snacks oder wenig. Starker Willen, wo er nicht. You really do, but you're a bit of a sissy in the strength department. Oh, hey, no offense, sir, you know. That kid Nero, he has the strength. It speaks. Meow. Im Trash. Mit braun Haar. What? Sieht aus wie ein regulärer Dude. Irgendwas versucht, seine Titte zu krapschen. Loot? Könnte auch sein. Was concealing Dante's presence. How does one friggin' guy have so much luck, huh? No. Get a grip on yourself now. Come on. If only you could defeat Urizen. If only. No. V. No. Wow. If only you never. Darf euch noch mal dran erinnern, ich habe eine Braun-Rot-Schwäche, ne? Dankeschön. Happens all the time. Das ist ja gewohnt. Oh yeah. Mission 9 Ursprung. Ah nein, ich wollte nicht. Ich werde doch eine Fahrung machen, Mensch. Und noch eine Dante Mission eigentlich in der Hergen da ist. Ich muss morgen auch früh raus. Das ist das größte Problem an der Sache. Ich habe morgen von 8 bis 16. Das ist richtig kacke. You mustn't leave. I need to find Virgil. I promise I'll be back. I know this is hard. You must listen to me. Be a big boy. A man, huh? If I don't return, you must run. In der Zwischenzeit hört man Virgil irgendwo in der Entfernung brennen. Ja, ich habe hier noch ein anderes Kind. Oh Mensch, das brennt ja gerade. Ups. Der hätte sie das mal vorher gemacht. Mensch. Ja, aber Dante. Ja, aber meine Schicht morgen.
For a second there, I thought you were gonna shish kebab me. I know how stubborn you can be. I thought it might be the only way to wake you. What day is it? The 15th of June. A month? No wonder I'm so stiff. Ist echt ein Monat erst K.O. gewesen? Hey, this is my gig. Leave Nero out of this. If you could defeat Urizen, then I never would have dreamed of using that child. Urizen is much stronger than we ever could have imagined. Schön, aber er hat immer noch die Persönlichkeit einer Kartoffel. Oh, it stinks in here. I know. It smells like hot garbage. This is far worse than I thought. There's no crime in turning tail, V. These things might be a little too much for you. You're right. I'll leave the rest to you. What? Whoa, my, V. All the way down here and turn in jail, really? Huh? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. First come, first serve on the targets, right? Music to my ears. Hurry up, Dante! Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Yo. No. Die Jacke ja, die Haare nein. Coyote! Ach du Scheiße, ich habe ein gesamtes Arsenal. Nee, aber ich muss hier leider. Ich möchte eigentlich nicht, aber ich muss. Das ist das Problem an der Sache, ne? Yes. Spiel speichert ja... Wow. Muss ich noch irgendwie manuell speichern? Nicht, dass das jetzt irgendwie... Scheint aber nicht so der Fall zu sein. Sound, Hangout, Steuerung, Sprache, Netzwerk. Nö. Morgen dann Dante-Action. Ich bin noch am Überlegen. Es kommt drauf an, wie morgen der Tag wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wobei, eigentlich, ich muss... Ich weiß nicht, ich will es versuchen. Ich will versuchen morgen, aber ich kann nichts versprechen. So, Moment.